Wir kommen zurück zu Guild Wars 2. Ja, ich bin hier super Premium gespawnt, ne? Direkt bei einem Veteran, der mich auch sofort angegriffen hat. Aber das ist alles kein Problem gewesen für mich, natürlich, logischerweise. Daily Login, Leute, es geht los. Ja, es ist Zeit für Daily Login. Ja, ich werde natürlich logischerweise, wie man es erkennt von meinem anderen Charakter, nicht immer alle Daily Login zeigen. Und wenn ich denn so ein Buch habe, das ist ja mal hier diese Spalte, und auch in dem letzten gibt es auch immer noch welche drin, in der Truhe der Loyalität, wenn ich einen habe, dann löse ich dieses am Ende einer Aufnahmesession ein. Immer ganz wichtig. Am Ende. So, wir haben jetzt diese Münzen. Herstellung hochstufiger Waffen in der mystischen Schmiede von Löwenstein verwenden. Hochstufigen Waffen. Kann man verkaufen? Habe ich ja, glaube ich, letztes Mal auch dann nach einer Zeit irgendwie gemacht. Wenn ich jetzt Handelsposten mache, dann ist hier, 19 Silber. Ist jetzt gar nicht mal so wenig. Ich baller den Shit aber mal. Weg. Einfach aus dem Grund, weil ich denke, hochstufige Waffen vielleicht später doch nützlich sind. So, hier haben wir Speerschleuder. Was ist das? Das ist Harpunenschleuder. Unter Wasser? Waffe? Okay, ich bin im Kampf. Ach, da ist wieder der Veteran gespawnt, natürlich, logischerweise. Ich sollte vielleicht mal ein bisschen aus dem Gebiet hier raus. Beziehungsweise aus dem Bereich hier raus, damit ich den nicht nochmal den Veteran hier habe. Weil da hat mich... Da hat mich mein Begleiter schon ein bisschen zu kämpfen. So, hier ist vielleicht ganz gut. Ich bin nicht mehr im Kampf, ich möchte mal gucken, ist das unter Wasser? Unter Wasserwaffe, weil dann kann ich nämlich... Ach, Harpune müsste doch nicht unter Wasser sein. Langbogen, Vorderstufe... 146... Aber warum wird mir hier angezeigt... Also ich brauche Stufe 9, das bin ich noch nicht, aber warum wird mir hier angezeigt... Wo habe ich die ganzen Waffen denn eigentlich? Voll verwirrt. Also hier wird mir angezeigt. Und das, aber das, der ist besser. Aber das ist ein Langbogen. Und er ist edel und er ist rot. Macht das Sinn? Auch wenn das stärker, ist, den anzunehmen, weil ich mir ja eigentlich kurz probe. Ich weiß nicht. Ich glaube nicht. Ich würde aber erstmal. Das ist noch ein bisschen. Muss mich dann noch ein bisschen reinfinden in den ganzen Shit hier. Mit dem Charakter. Ich glaube, ich verkaufe das. Hallo? Schließen? Hier diesen... Oder? Macht das Sinn? Aber ich mag ja diese Vergiftenfähigkeit, ehrlich gesagt. Und... Aber wir lassen den nochmal. Ich werde das erstmal... Ich werde den erstmal, wie gesagt, so lassen. Und dann werden wir dann mal sehen. Und wenn er ganz gut ist dann und ich damit gut umgehen kann. So. Dann werde ich den mal anlegen. Das Speer brauchen wir jetzt nicht. So, den Shit auch nicht.
So. Hallo. Ich hasse dich. Ich hasse dich, Veteran. Warum jetzt schon wieder? Voll das miese Gebiet. Aber es überlebt man dann nicht. Oder? Nee. LOL! Kann der gar nicht sterben? Also, mein Begleiter. Okay, jetzt bin ich schon mal... Kann mein Begleiter gar nicht sterben? Und dann wird er mal bei 2 Lebenspunkten irgendwie ignoriert? Ist das mega lame. So, jetzt muss ich hier aber noch diese... Gut, hier jetzt mal nichts Veteran. Das hier mal beenden. Okay. So mir. Hey, was war das? Nein, nicht mich angreifen. Nein. So bricht dann manchmal einfach der Autoschuss ab. Das ist komisch. Ah, das meine ich. Warum bricht der manchmal ab? Ach, weil ich vielleicht für eine kurze Zeit... Ja, okay, ich weiß schon warum. Ja, ich hab's gesehen. Willst du mich verarschen? Ach, ist schon kaputt. Veteran? Nö, ungerne. Haben wir hier noch irgendwelche? Ich brauche noch einen so einen... Da oben will ich nicht unbedingt hin. Da ist nämlich ein Veteran immer. Da. Kann ich von hier so? Was ist Reichweite? Von hier so? Ach, ja. Lol. Ja gut, dann macht er das eben. Ich würde ja gerne noch... Ah, nee. Hä? Doch, da ist noch so ein Krieg... Ach nee, der ist aber tot. Looten. Schade, ich dachte, hier wäre noch einer am Leben. Gehen wir da hinten hin. Vielleicht finden wir da ja noch welche. Hier ist zumindest alles noch heil. Können wir da ran, bitte? Gut. So, wir sind fertig. Jetzt kommen auch da die... Ja, genau, natürlich genau in meine Richtung. Dann greifen die mich an. Haben die Lust? Nee. Ich will hier erstmal raus. Dann können wir uns ruhig das da durchlesen, aber erstmal will ich hier raus. Glaube ich, hier macht Sinn. Großartige Arbeit. Die Zentauren sind erschüttert. Man sieht es in ihren Augen. Der Feind. Den Feind zu demoralisieren ist der halbe Sieg und ihr habt dazu beigetragen. Ich danke euch. Mit eurer Hilfe ist Tonteich so viel sicherer geworden. Seraph Elmder.
Ich hätte vielleicht mal bei den Karma-Händlern mal vorbeischauen. Vielleicht haben die coole Sachen. Der Sumpf ist ruhig. Soll das sein? Okay, der ist. Ja, das kriegen wir schon hin. Oh, hallo. War ja klar. Schrottsammler. Ja, natürlich. Allerdings ziehe ich Veteranen an. Und so ein Magnet. So, ja, das kriegen wir hin. Ja. So. Erstmal hier weg ein bisschen, so dass ich nicht angegriffen werden kann. Hier ist gut. Wir sind Stufe 8. Belohnung der Stufe 8. Erstmal wieder plus die Mount-Attribute, dann Unterwasserkampf freigeschaltet. Ja, genau. Ich glaube, deswegen habe ich da auch mit H eine Unterwasserwaffe bekommen, oder? Die ich aus... Ja, genau, das war eine Unterwasserwaffe. Perfekt. Und Waffenfertigkeit 5 freigeschaltet. Die macht euren Gegner mit einem Pfeil benommen. Betäubt ihn, wenn ihr ihn von hinten oder von der Seite trefft. Ja, okay, alles klar. Und wir bekommen eine Belohnung. Harpunenschleude, edel, die ist besser. Also wir bekommen beides. Und so ein Leder-Aqua-Atmer, gut, nehmen wir. Genau, mit Stufe 10 gibt es dann den Waffenwechsel nochmal als Erinnerung. Neuerdings kommt diese Erinnerung jedes Mal mit jedem Level ab. Das ist durchaus ein bisschen nervig, aber gut, das muss man jetzt irgendwie hinnehmen. So. Du bist gut. Ne? Ja, da ändert sich jetzt hier unten nichts, obwohl das scheinbar so angezeigt wurde. Nichts, weil das eine Unterwasserwaffe. So, das kann ich doch auch im Handelsposten dann verscherbeln. Oder auch nicht, weil die Seite nicht angezeigt wird. Interessant. Jetzt wird sie angezeigt. Aha. No! Störgeräusche des Todes. Ihr wisst ja, ich habe gerade Lags? Nee, habe ich nicht. Also ich würde jetzt mal versuchen. Jetzt geht's. Verkaufen. Wir... Oh Gott, das ist ja am Rumbacken hier gerade. Das ist ja nicht mehr normal. Nee, wir sehen uns gleich wieder. Ich mache hier kurz einen Cut. Störgeräusche. Davon will ich euch verschonen. Ah. Oh. ja, ich bin... hä? Warum? Ihr seid gestorben? Klickt unten auf das... Okay, ja, ich bin übrigens wieder zurück und scheinbar aus irgendeinem Grund, als ich jetzt die ganze Zeit AFK war, wegen den Störgeräuschen, bin ich gestorben. Kann passieren. Das war natürlich doof. Aber der Tod in Guild Wars 2...